Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned a few terms that you would require at a bank. In this lesson, we'll be talking about apartment hunting. You will also learn how to understand an advertisement in the newspaper regarding apartment search. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an! Let's begin. Lektion 64. Die Wohnungssuche. Or you can say, eine Wohnung suchen. Let's first learn a few important terms. Die Wohnung. Die Wohnungen. And WHG is the short form used for Wohnung. A synonym is das Apartment. Die Apartments. Die Wohngemeinschaft. Oder die WG. Noch einmal, die Wohngemeinschaft. Das Zimmer. Die Zimmer. The short form used is ZI. Der Umzug. Die Umzüge. The verb for the same is umziehen. Ist umgezogen. Nächste Woche ziehe ich um. It's a trennbares Verb. So you are on an apartment hunt when you've moved to a new city or when you're moving from one place to another. So there are a few important terms that you should know. For example, der Vermieter. Das ist nicht mein Haus, aber es gehört meinem Vermieter. If you are wondering why we use meinem Vermieter here, that's because gehören is a dative verb. It takes dative object. Vermieten. Hat vermietet. Ich werde mein Haus im Sommer an Touristen vermieten. Der Mieter. Mein neuer Mieter zahlt seine Miete pünktlich. Mieten hat gemietet. Für das Wochenende haben wir ein Ferienhaus gemietet. Ferienhaus is a vacation home or a holiday lodge. Sometimes you can also look for an apartment through a real estate agent. Der Makler. Ein Makler hat mir bei der Wohnungssuche in der Stadt geholfen. Die Miete. Die Miete für mein Haus ist ziemlich hoch. So when you're renting an apartment, there are a few things that you have to pay for. For example, die Kaution. This is a kind of a security deposit which you have to pay before you rent an apartment. It is different in all cases. Sometimes you have to pay the rent of 2 months in advance or just a month. Wie hoch ist die Kaution? In a newspaper advertisement, you will generally find short form for Kaution, which is KT. And if they already mention how much is it, it could say, for example, 2 Monatsmieten, that is, 2 Monatsmieten. Then you also have to pay for Strom, Heizung und Wasser. These are Nebenkosten. The short form is NK. Zusätzlich zur Miete müssen Sie auch Nebenkosten zahlen. Besichtigen. Hat besichtigt. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Die Anzeige. Die Anzeigen. Or das Inserat. Die Inserate. Oder die Annonce. Die Annoncen. And if it's especially for an apartment, then it's called as die Wohnungsanzeige. Eine Anzeige aufgeben.
So where can you look for an apartment? Wo findet man freie Wohnungen? Als Anzeige in der Zeitung oder im Internet? Es gibt viele Webseiten. Oder beim Makler. Oder als Aushang im Supermarkt oder in der Uni. Man kann auch über Freunden freie Wohnungen finden. Let's say you're looking for an apartment in a newspaper. There are a lot of advertisements and they have a lot of abbreviations. It's very important to understand them. Let's look at them. Erdgeschoss, Dachgeschoss, Obergeschoss, Tiefgeschoss, Untergeschoss, Küche oder Einbauküche, Balkon, WC, Quadratmeter, inklusiv, Altbau oder Neubau, Wohnzimmer, Telefon, circa, frei ab, Zimmer, Küche, Bad. You will mostly find a number written with Zimmer, Küche, Bad. That means that number will tell you how many rooms are there in the apartment. Here is an example of a Wohnungsanzeige. And now we have a few set of questions to see if you understand this advertisement. Wo liegt die Wohnung? As you can see, the name of the city is Berlin. You could also mention ruhige zentrale Lage, ca. 5 Minuten zur S-Bahn. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? And you can see in the advertisement, 3. 3 Zimmer, Küche, Bad. This means ein Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer. Wie hoch ist die Miete? And the answer is 770 Euro plus Nebenkosten. Wie hoch ist die Kaution? 2 mm, that means 2 Monatsmieten. Hat die Wohnung einen Balkon? Ja, diese Information ist auch da. So after you have found a few advertisements that suit your search, you can call up the person to fix up an appointment so that you can come and visit the apartment. So let's look at such a dialogue. If you want, you can pause the video here to look at the advertisement. Make sure that you understand it. Guten Tag, mein Name ist Schmidt. Ich finde Ihre Wohnung in Köln interessant. Ist sie noch frei? Ja, die ist noch frei. Möchten Sie sie besichtigen? Ja, gern. Gibt es denn einen Besichtigungstermin für die Wohnung? Ja, diesen Donnerstag um 13 Uhr in der Musterstraße 20. Noch eine Frage. Hat die Wohnung ein Gäste-WC? Ja, im Erdgeschoss. Vielen Dank für die Auskunft. Bis Donnerstag dann. Auf Wiederhören! So when you have to visit an apartment, you should fix an appointment. This appointment is known as Besichtigungstermin. Some landlords have fixed appointments. In such a case, a lot of people come to visit the apartment at the same time. So this was a sample example of a dialogue that you could have with someone who is given an advertisement in the newspaper. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!